24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hartiwise. Feel the difference. Scotty, Just Grill Anywhere. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum alles entscheidenden letzten Angeltag in der Finalrunde des YPC Bank 2022. All denjenigen, die Weihnachten feiern, ich hoffe, ihr hattet schöne Heiligabend. Ich wünsche euch natürlich weiterhin frohe Weihnachtstage. All denjenigen, die es nicht feiern, trotzdem eine schöne freie Zeit. Und wer diesen Pokal hier mitnimmt, das erfahren wir heute. Ist es Patrick Marable, ist es Landry Rosens, Luis Mendes oder Ton van Ham? Wie die Punktestände sind und wer was braucht, um den ganz großen Wurf zu schaffen, erklärt euch jetzt Charles Rettinghaus. Westin Prostaffer Ton van Ham ist momentan Tabellenführer. Er hat bereits jetzt ein überragendes Ergebnis. Das größte Potenzial für Verbesserungen liegen für ihn beim Hecht und bei den 30 Island Points, weshalb er heute ganz sicher im Westen beginnen wird. Landry Rosens von Fish Explorer hat zusätzlich zur Full Card bereits alle Bonuspunkte. Er hat noch keinen großen Barsch und auch seine 3 variablen Fische können durchaus noch verbessert werden. Wo er anfangen wird, ist nicht hundertprozentig klar. Luis Mendes könnte sich beim Barsch und Hecht sowie mit einem maßigen Topwaterfisch verbessern. Er braucht die Island Points ebenfalls noch. Insofern wird er vermutlich den 3. Tag in Folge am selben Gewässer wie Ton starten. Patrick Marable hat den größten Hecht, einen guten Barsch und gute Zander in der Wertung. Ihm fehlen ein Black Bass, 10 Topwater-Punkte und die 30 Inselpunkte. Er wird garantiert am Fogo beginnen. Der Blick auf die Karte verrät uns dann auch Landrys Startpunkt im Osten der Insel. Er möchte seine 3 Bonusfische vermutlich mit großen Zandern verbessern und vielleicht hofft er am Fonage auch auf einen großen Barsch. Das große Finale startet heute in der Morgendämmerung. In wenigen Minuten geht es los. Guten Morgen, liebe Leute. Wir sind runter auf dem Weg zum Lake Fogo. Wenn ein anderer vielleicht schon mitbekommen hat, habe ich ein kleines Knieproblem. Ich habe einen Meniskusriss zugezogen irgendwann im Laufe des Winters. Meistens merkt man es mir nicht an. Ich habe es geschafft, das Knie so weit durch Aufbautraining zu stabilisieren. Aber hier, es ist grausam. Also wir sind jetzt schon minutenlang unterwegs und es geht immer weiter runter. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das schaffen soll, wieder hoch. Das muss, das muss. Und andererseits, ich bin auch verdammt geil aufs Bass angeln. Und von der Natur her, von dem Eindruck, das hier so mitzuerleben, yeah, geil. Wir wollten euch wirklich mal Aussicht filmen, hatten gehofft, so einen Sonnenaufgang, geil in den Krater runter, die Sonne kommt über die Berge raus und wunderschönes Licht und Nebel. Es hat heute in der Nacht geschüttet, wie bescheuert. Aber boah, sieht jetzt schon irre geil aus. Also jeder, der Natur liebt, Leute, tut euch das mal an, das ist heftig. Krasse Insel, wirklich krasse Insel. Wunderschönen guten Morgen. Es geht weiter, Tag 3. Boah, ich muss sagen, ich bin richtig durch. Also es ist extrem anstrengend, dieses Finale. Wir fischen 3 Tage hintereinander. Wir haben spät angefangen. Gestern war das Zeitfenster das mittlere vom Tag, aber das heißt auch nicht, dass wir früh im Bett waren. Ich habe genau 2 Stunden geschlafen. Und heute ist der frühe Tag. Es ist jetzt schon 7 Uhr, kurz nach 7, es ist noch komplett dunkel. Ich befinde mich jetzt am Lago Azul. Ich habe noch 2 Sachen offen. Das ist einmal die Inselpunkte. Ich muss an diesem Gewässer einen Fisch fangen. Und ich habe noch ein
Topwater-Punkt offen. Ich versuche jetzt als erstes natürlich hier mit einem Topwater-Köder ein bisschen was zu regeln. Ich habe mir eine flache Stelle rausgesucht. Auf Google Maps sieht das alles sehr stark verkrautet und flach aus. Und das ist jetzt erstmal mein Plan. Ich habe aber auch meine starke Hechtrute mit. Damit ich reelle Chancen habe auf den Sieg, muss ich definitiv noch stark upgraden. Und an diesem See habe ich gute Chancen auf dicke Hechte und dicke Barsche. Und das wird mir beides gut stehen heute. Also, ich lege jetzt los, drückt mir die Daumen, ab in die letzte Runde. Hello. My plan is to catch a perch, of course, because my biggest perch, I think, I don't know, is not enough. I need to get a perch like 35 plus. So I hope this day I will catch that. I would like to try to upgrade my score with Zander, because there is a lot of 75 and 80 plus Zander on the Furnace Lake, so I go all the day on the Furnace Lake to caught perch and Zander. But today I change on my cap and I put my personal logo. So I hope so. It's a good day for me. Let's go. Let's go for fishing. Final day of YouTube Predator Cup final. It will be a very interesting day, I think. We are located at Lake Azul, which is the lake where I haven't caught a fish. Well, I caught two fish, but they were under the minimum size. So one plan for today, that's getting the lake points so that we caught fish in all three lakes, 30 points. And after that, we try upgrading for a big pike. That will be kind of intense because the wind, as you can see or hear maybe, is rough. It's the roughest day so far. There's a lot of fog, not much sun going on right now. So we have 1 minute left. I'll go towards the spot and make the first cast. All right, wish me luck. I arrived to the spot and I think it's the correct spot, but I am not sure because I was on the other side of the lake. It's a big lake. So I see a color of a fisherman and I see a big three. So I think I'm on the right spot, maybe not here, maybe there or there. I will try some place and yeah, I hope to catch perch and zander. Big zander and one nice perch. Ich werd's ja wohl hinbekommen, mein Hecht noch zu verbessern. Schuppen ist das windig. Der Wind drückt hier auch schön drauf. Das müsste eigentlich funktionieren. First cast of the final day. Okay, erster Wurf im strömenden Regen, klatschnass. Hab keine Regenhose mitgeholt. Bis auf die Unterwäsche, läuft von der Regenjacke runter. Ich habe es bis in die letzte Ritze. Egal. Hoffen wir, dass ich schnell einen guten Bass kriege, damit ich mich hier schnell wieder verpissen kann, weil ich habe zwar Bock auf diese Angelei, aber ich habe echt Schiss davor, dass es diesig bleibt, dass es nass bleibt, weil es wird richtig kalt. Unangenehm. Aber die Kulisse ist hammergeil hier. Yes. Strike. First fish. Yes, Zander. First Zander of the day. It was not a bad place. Maybe it's the wrong place, the right place. I don't know. Take it with the shutter bait. And see you. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu managen hier. Ich hoffe, der geht mir nicht ab. Das ist jetzt kein großer Fisch, aber der könnte mir die wichtigen
Inselpunkte geben. Oder wenn er überhaupt Maß hat. Oh. Er ist kein Upgrade, aber ein 56er Hecht. Sauber. Ich habe die Inselpunkte. Scale schnell einpacken. Zack. Weitermachen. Da Landrys erster Fisch kein Upgrade ist, fängt Luis den ersten relevanten Fisch im Finale. 30 Inselpunkte wandern auf sein Board. Er verkleinert den Abstand zu Platz 2 und verschafft sich etwas Luft nach hinten. Auch Tons erstes Tagesziel sind die Island Points. For the first time we don't meet Luis at the spot. Oh, that was a strike. Small perch, I think. Fishing a bit a bigger bait to have, not big of course, but bigger than I normally fish for perch. So if I get a lot of small nibbles, I might try to catch quickly a smaller perch. But at this moment, I know I want the chance for a big pike, so I'm not really prepared for a small perch, or not really fishing for them. It was a small strike. Yeah, fish on, perch. Knew it was a strike, small one, but maybe sizable. Yeah, definitely sizable actually. Not definitely, but there is a good chance that this is a sizable fish. Right, as I told you, I got a strike and cast it again in that direction, immediately boom. I think it's sizable, which means 30 bonus points and a lot of time for pike fishing. Let's check quickly if it's sizable or not. You can see even a bigger bait, they take sometimes. So it's definitely sizable, as you can see. It is 29. Crazy, we have been fishing, I think, 10 minutes and we already have the first approved fish from Lake Azul. And that makes me very happy because that means 30 bonus points. Now we have all the time of the world to try and catch a pike. I think I'll keep casting with a smaller bait in the deep area here and afterwards we go for a big pike. So, good start for me. Let's release the perch and continue fishing. There he goes. It's a little one, but you know, it's important. These 30 bonus points were absolutely needed. I need only a big zander, like 70 plus, and a perch. So no need to measure this fish. It's like 60. It's not a bad place. Huh? 20 minutes and two fish. Not bad. It's maybe bigger. No. Or maybe yes, maybe 70. Yes, that's a good one. It's a good one. It's a good one. Yes, 70 plus. On the net. Look, my net is too small. Yes. It's perfect. It's 83. Perfect. It's crazy zander. Look. Look at this. 83.
Man, it's crazy. It's a mega upgrade. Perfect, wow. Yes. Yes! My first upgrade of the day. Tomorrow, with 80 plus and one big perch. And I was super happy for the final. After, it depends on the result of the another fisherman, but I have 7 hours left, so I have time. I have time. Nachdem Ton mit den Inselpunkten an der Spitze schon etwas weggezogen war, ist Landrys dritter Zander des Tages ein dickes Upgrade. Der Köfi Bleakshed bringt ihm einen 83er. Wegen Tons 85er vom ersten Tag ist es zwar kein neuer YPC-Bank-Rekord, doch er verbessert das Board trotzdem um fast 40 Zähler und verringert den Abstand zu Platz 1. For me, it's the best moment to catch a Zander, because it's the morning, it's raining, there is a lot of wind. So yeah, this moment my plan works. I fish for bass on the midday, it was good for bass. And now I fish for Zander in the morning, so I think it's the best moment. I choose this moment, another fisherman's choose another moment, so we will see, but I think it's the good moment to catch the big. Ich ging davon aus, dass hier mehr Cover ist, dass mehr Wasserpflanzen am Ufer sind, so wie ich es von den anderen Seen kenne, und habe deswegen extra einen Texas Rig gemacht, mit dem man richtig einen schweren Bullet Weight ins Cover in die Lücken reinwirft und da versucht, die dicken Bässe rauszukitzeln und dementsprechend auch einen Wurm dran habe. Das ist den ja, Shimmy-Stick von Striking. Aber ich muss ja gerade feststellen, hier ist zwar hinten ein bisschen Kraut, aber es sind nicht diese richtigen dichten Krautteppiche. Und ich schwanke schon, ob das die richtige Wahl war, ob ich nicht mit einem Carolina-Rig besser bin. Deswegen zum Glück habe ich einen Gummistopper eingebaut, sodass ich ein bisschen das variieren kann. Aber mit der Farbe bin ich noch nicht so ganz glücklich. Hab zwar jetzt schon ein paar Zupfer gehabt von kleinen Bass, aber noch nichts wirklich Gutes. Zweite Route habe ich auf Crankbait, den Salmus Gravel. Leute, guckt euch das mal an. Ich versuche jetzt möglichst langsam heranzuführen, weil ich den Fisch, jetzt hat man es nicht gesehen, ein so kleiner Bass hat diesen Wurm bis hierhin inhaliert gehabt. Hätte ich ihn jetzt angeschlagen, hätte er einen Haken im Maul gehabt. Ich habe es vermieden, ich wollte den jetzt nicht fangen, aber mir ist es schon zu Ohren gekommen, dass sie sehr kleine, sehr gierige Bass sind und das wird bescheuert. Aber bestimmt geil. Okay, obrigado. Der Einheimische ist gerade hier mit dem Fahrrad lang gefahren, der meinte zu mir, ich soll da drüber werfen. Okay, mach ich. Ich habe nur 8 Stunden, mein Freund. Sem problema. Agora. Pescar. Lucio, muito grande, muito. Oh, what? Think I got a hit while I was snagged. Looks like I already missed a pike. I'm not sure, but looks like perfect pike conditions here. Some vegetation that is deep, schools of perch that are not too big. Shouldn't take too long here, I think. Das Jahr ist bald wieder zu Ende und wir haben noch paar volle Wände. Doch das wird bald nicht mehr so sein. Kaufet ein, kaufet ein, kaufet ein. Egal ob Köder oder Ruten, ihr solltet euch jetzt richtig sputen. Denn es ist fast wie geschenkt bei unglaublichen 22%. Ja, ihr habt richtig gehört.
Wir sagen Danke an die beste Community der Welt und geben am 25. und 26.12. satte 22% auf fast alle Produkte im Hecht und Barsch Online-Shop mit dem Gutscheincode DANKE22. Wir wünschen frohe Festtage und einen guten Rutsch in ein gesundes und fischreiches Jahr 2023. Frohe Weihnachten! Ihr habt es gefordert, wir erfüllen euch den Wunsch. Der YPC Fans geht 2023 in eine neue Runde. Auf den Booten und an der Seite von Dustin Schöne, Enrico Di Ventura, Dietmar Isaias und Markus Eule kämpfen vier von euch um die Plätze 1 bis 4, die diesmal allesamt mit tollen Sachpreisen belohnt werden. Und das hier ist der Hauptgewinn. Shimano schenkt dem Gewinner eine Hecht und Barsch Angelreise nach Florida, inklusive Flug, Mietwagen, Unterkunft und Guiding auf verschiedenste Zielfische im Süß- und Salzwasser. Dir fehlt das passende Gerät für diesen Trip? Kein Problem, denn mit einer X-Pride Casting bis 21 Gramm, kombiniert mit einer SLX DC 71HG und einer Sustain Spinning bis 120 Gramm, kombiniert mit einer Miravelle C5000XG, passender Kairiki-Schnur und 12 Flash Boost Hardbaits gibt es noch fantastisches Tackle obendrauf, damit du für die Jagd auf Peacock Bass, Largemouth Bass, diverse Salzwasserräuber und vieles mehr bestens ausgestattet bist. Wie du am YPC Fans teilnehmen kannst und alle weiteren Infos findest du per Klick auf den Link in der Videobeschreibung. Ah shit, it's a little thunder. I was thinking about a perch. Oh shit. Bleak shot, 6 cm. I take a lot of fish with this size and this color. A lot of fish. My biggest fish on Zonda, it's a 74. So it's possible to catch big. And yesterday I caught 2 pike with this lure. I would like to catch a perch. It's a pike. Bleak shot, 6 cm. You need it on your box. It's a really nice lure. Landrys Downgrade auf den 6 cm Köder ist nachvollziehbar, denn ein Barsch würde Landry momentan am meisten weiterhelfen. Es gilt für ihn, einen 25er zu verbessern. Bisher gab es jedoch nur Zander und Hechte auf den kleinen Shad. Maybe it's a perch, maybe it's a perch. Yes, yes. Yeah! I have a perch! Yeah! Thank you, Bleak Shot, 6 cm! It's 30 plus. Not a super long fish, but an upgrade. So, cool. It's 32. Not bad, not bad. I would like to catch a bigger, but it's an upgrade.
Der Plan geht auf. Mit einem 32er Barsch verbessert sich Landry um weitere 14 Punkte. Tons Vorsprung schmilzt. Patrick hat mit den Bedingungen am Fogo zu kämpfen. Nee, geht nicht. Ich kann nicht mehr. Jetzt halte ich hier keine 5 Minuten mehr durch. Ich habe schon taube Fingerspitzen. Das passiert bei mir relativ schnell, so ab 15 Grad. Das soll jetzt kein Jammern sein. Das ist einfach nur eine Erklärung, warum ich da jetzt in ein bisschen Windschatten gehe. Weil hier schalt's nicht aus. Oh. Bitte Sonne, komm raus. Bitte, 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 bitte. Fuck. We scared him. He was in the shallow. Uff. Uff, uff, uff. We just walked over here and there was a big pike laying in the shore. So we scared him off. I'll remember the place and we do some casts on him a bit later, but I don't think he will take anything at this moment. We'll see. Maybe he takes again, and if we come back in half an hour after we fish the whole stretch, we try again here. He was just in I think it's 10-20 centimeters of water, so very clearly we saw him swimming off. At least they are here. Ich habe hier noch in meiner Tasche ein paar Köder von gestern. Vom Schwarzbarschangeln. Einfach mal aus Neugier schmeiße ich mal den Krebs rein. Das Problem ist nur, ich habe einen sehr, sehr leichten Kopf, 3 Gramm. Und bei dem Wind wird das ein bisschen schwer, Grundkontakt zu halten. Aber ich habe ja eine feinfühlige Rute. Damit sollte es trotzdem funktionieren. Einfach mal ein paar Würfe. Ich habe leider abgerissen. Das war's mit dem Krebs-Experiment. Das ist wirklich sehr, sehr flach. Ich habe keinen Fluor dabei. Und ja, ich bin so ein bisschen unentschlossen, was ich jetzt mache. Ob ich jetzt auf Hecht angle. Ich habe halt überhaupt keine Kontakte, bis auf den einen, den ich gefangen habe. Ich glaube, ich komme hier später nochmal zurück. Ich fahre jetzt noch an eine Stelle, wo ich es erstmal kurz im etwas tieferen Wasser probiere, auf Barsch und Hecht. Und dann komme ich später nochmal wieder hier auf die Brücke zurück. Fighting a lot. This is the perch! For the prince, man! Yes! Yes! I changed the lure for the big shot 9 cm, but the same color. So, this color for me is the best coral. Look at this fish. Crazy, it's 40. Woo! Maybe 40 plus. I am happy. A big zander, a big perch on the morning. Crazy. Yeah. 41. Woo! It's a grace perch. Not so beautiful, but I like 41. It's an upgrade again. Woo! I don't need more. I think it's okay with 41. Look, this baby. Woo! This lake is crazy. I finish on the crazy lake to scratch the score, maybe. 2 big zander, and I have a beautiful score. All the bonus points, nice pike, good bass, good perch,
one good Zonda. I will continue, but I am super happy. Der nächste gute Fisch. Wieder ist Landry der Fänger und wieder ist es ein Barsch-Upgrade. Die Aufholjagd geht weiter. Mittlerweile liegen keine 40 Punkte mehr zwischen Platz 1 und 2. Für Ton steht ein Stellenwechsel an. Alright guys, we leave to the next spot. So the thing is, what I'll try to do is I marked a few interesting places based on a depth chart. The shallow pike spots of at least the ones I would consider as pike spots, we will fish off with big baits to try and catch a big pike. And the ones that are like perch spots, we fish up with a Chatties 12. So if there's a big perch, we will catch it. And if there's a big pike, we also have a good chance. So that's the plan. I think that will work out. We'll see. Beast. Da ist ein Mikro-Mikro-Mikro-Bass, aber ich wollte einfach mal einen von diesen Largies, also eigentlich schon Large Mouth, also Forellenbarschen fangen und ja, jetzt habe ich ihn gefangen. Ich musste mir echt Gedanken machen, wie und wo ich jetzt hingehe, weil der Wind scheint momentan sich hier in alle Richtungen zu drehen. Also gerade eben kam da noch mehr aus der Richtung, jetzt habe ich das Gefühl, der kommt aus der Richtung. Ne? Obwohl dort gehen die Wellen noch so. Mir wurde zwar eigentlich hier diese Ecke empfohlen von einem Bekannten. Also Bekannten, also jemanden, den ich ausfindig gemacht habe. Aber mir sagt es hier gar nicht zu jetzt. Zu wenig Aktivität. Nur kleine. Wobei, wo kleine sind, noch große, aber immer egal. Und ich will einfach irgendeine Stelle haben, wo ich aus dem Wind raus bin. Weil ich friere mir hier so schlimm den Arsch ab. Gut, ich bin noch selber schuld, wenn ich im Wasser stehe, aber das ist gerade richtig. Boah, richtig unangenehm. Fisch. Oh no, I lost the fish. Ah shit, it was a good one. Oh no, I fall on the stone and I lost the fish. Oh shit. Shit! It was a good fish. This one is a suspending. Fish on. Knew we would catch pike here. It's not big, but it's a start, you know? I'm not going to net it. There we go. It's too small and the trebles would get in the net and the pike would damage itself. But first pike was in, so seems good. I think the spot, I thought it would be a good spot, and I think I might be right here. Hi. Ton, you started at the top? Yeah. Okay. But you only are doing pike fishing? No. Okay. I also did some other fishing at the tip. Okay. But there is plenty fish, I'm sure. I can tell while pike fishing. Lot of small fish there. Nice. And hard conditions. Hard conditions to fish, but I think at the top it's more easy, huh? Yeah. Yeah. It is. Good luck. Good luck. Naja, ich habe jetzt auf dem Weg zum Spot, den ich mir rausgesucht hatte, Ton getroffen. Natürlich. Wie so jeden Tag. Aber ja, er hat jetzt natürlich alles abgeworfen. Ich weiß vom ersten Tag, wo wir noch die Ergebnisse hatten,
dass er einen sehr guten Barsch gefangen hat mit 42 cm. Ich weiß jetzt nicht, ob sein Plan es auch war, den nochmal abzugraden. Ich, von dem, was ich am ersten Tag gesehen habe, müsste er definitiv einen großen Hecht fangen. Und er war jetzt auch am Jerken. Und ich denke mal, das ist sein Main-Target für heute. Ich brauche beides noch. Hecht und Barsch. Und werde jetzt gleich erstmal probieren, vielleicht einen dicken Barsch zu fangen. Weil da, wo ich jetzt hinfahre, sollte es von der Windrichtung her ein bisschen angenehmer sein zu befischen, weil vor uns wirklich ein Riesenberg ist und der uns quasi so ein bisschen Windschatten gibt. Schauen wir mal. Ich hoffe, die Fische sind aktiv. Also vor allem die dicken Barsch und die dicken Hechte. Fisch! Oh. It's maybe a big perch again. Maybe. Yes, it's a perch. Yes. I will measure the fish. Maybe an upgrade, but I am not sure. 35 perch. Let's go. Release the fish directly. Let's go. Okay. Wenn jetzt hier gerade mal durchs Kraut gewartet, um zu gucken, ob in flachen vielleicht Fische stehen, die ich rausscheuche, einfach mal zu gucken, was da ist. Und ja, wenn man da so durchlatscht, zieht man die ganze Zeit dieses Kraut mit sich rum. Also es ist ein schönes Workout. Aber das Einzige, was ich gesehen habe, sind kleine Bass und einen kleinen Karpfen. Ich glaube, ich fange an mit einer Zikade. Und wir haben heute echt eine Menge rote Krebse gesehen. Die Krebse sind knallrot, die wir gesehen haben. Und ich denke mal, rot wird eine Farbe sein, die Räuber mit Futter in Verbindung bringen. Deswegen mache ich mir jetzt diese knallrote Zikade. Die hat sogar noch die Besonderheit, dass sie tatsächlich ein Krebsmuster an der Seite hat. Ich hoffe, dass ich damit den Geschmack treffe, der Räuber hier. Oh no, it's not so big. It's not an upgrade. It's 66. I need bigger than that. I think it's a fish. I'm not sure. It's moving. Yeah, it's a fish. It's a big fish. It's a big fish. It's a big fish. Woo! Woo! It's not 80, but it's a nice fish. Luis, thank you for your lure. Not so long. Yeah, it's an upgrade, man. Yeah. 70. Yeah, this is an upgrade. 70. Good. Wow. Woo. So I need to upgrade again my score with more than 70. Fishing is crazy here. Really crazy. My lure don't touch the bottom. So I had again I have something else. Oh no, it's a fish. It's crazy. I will continue with big lure. Maybe it's the key to catch a really really nice zander. Maybe a new record. I don't know.
I will continue. Keep on hammering. And Herbert, keep on hammering. Nach dem 42er Barsch hatte Landry die Ködergröße erneut hochgeschraubt und direkt fängt er zwei bessere Zander. Der Mid-60er wäre bereits ein Upgrade gewesen, doch da er kurz darauf einen glatten 70er fängt, spielt es keine Rolle, dass er diesen nicht einreicht. In jedem Fall geht ein 36er Black Bass aus der Wertung. Landrys drei Bonusfische sind nun alles Zander. Der kleinste liegt bei 67 cm Länge. Tons Vorsprung beträgt jetzt nur noch 18,8 Punkte. So, Freunde, ich habe ein paar Würfe gemacht. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl mit dieser Barschnummer hier. Das Wetter spricht eigentlich für Hecht. Ich glaube, ich werd mir jetzt einen Bereich suchen, den Ton noch nicht abgefischt hat. Und werde auf Hecht werfen. Oh! He will take again. He's on. What a strike! What a strike! He's not bigger, but the strike! It jumped totally out of the water to get the swim. Second pike today, but I don't think he's big enough. Here we go. It's not big. It is 65? I think I have a pike of 66. Oh, it was feeding on crayfish. I feel a crayfish here. Crazy. Cool pike. The second one in a really short time. Really beautifully golden colored. We'll release him quickly. There he goes. What a strike. Right in front of my feet. And then I cast again, easily twitching and boom. Nice. Das übertrifft einfach alles, was ich bis jetzt beim Black Bass Angeln erlebt habe, da hier überhaupt gar nichts funktioniert. Jetzt habe ich den Bonsai Shad, einen Köder, der mir immer wieder mal gute Fische gebracht hat, mich bisher beim YPC immer gut begleitet hat. Ist wahrscheinlich ein Köder, wo die kleinen Bässe sich wie die Wahnsinnigen drauf stürzen werden. Aber es sind halt dreierlei Sachen. Einmal, ja, kann ja trotzdem ein großer Bass drauf beißen. Kann ja also 50er sagen, so boah geil, den Köder finde ich ja cool, da beiß ich jetzt drauf. Es kann auch ein 22er, 25er drauf beißen. Oder ich habe den Landry-Effekt, ein kleiner beißen, darauf beißen, großer. Im Endeffekt ist mir das gerade egal. Hauptsache der ein maßiger Fisch hängt am Ende am Haken und ich bin glücklich und kann irgendwo hinfahren, wo Sonne ist. Während Patrick im Nebel unermüdlich um seinen ersten Wertungsfisch des Tages kämpft, sind die Fische am Fournage noch immer in Beißlaune. It's a strong fish. Oh no. Ah no. There is a stone or something like that, he go into the stone. No! It was a good fish. Oh no! What happened? I lost two times a big one. Again? It's crazy. Why? Yeah.
it was good for pike, but it's not an upgrade, I guess. It's 50 and a bit. So big, 79. Oh, yeah, it's 80. Yeah, it's 80. Oh my god, 80 fish. It's an 80. Look, it's so big. It's a so big fish. Wow, so fat. Oh, this fish is so big. I think I will take a shower. It's what I say. A shower. Unfassbar! Ton und Landry fangen beide ihre Fische, doch während Tons Hechte bisher keine Verbesserung bedeuten, kann sich Landry erneut satt verbessern. Er ersetzt einen 67er durch einen 80er und liegt keine zwei Punkte mehr hinter Ton. Die Führung wackelt bedenklich. Schon ein 72er Zander würde Landry auf Platz 1 hieven. 80. But I have a big problem. I fish now for big Zander, but my net is too small. I cannot take my big on my baggage because on the fly it's not. I cannot put my net on the baggage. So I take this one, I say, oh. It's okay. Maybe for pike it's a problem, but I have my glove. It's okay. It was okay. But there is a monster zander on this lake, and my net is not working. I try to catch this one with the net. It's not working. The head is there, and the end of the fish is there. So I am lucky with this fish because it's unhooked. On the net, I put the head of the fish on the net. The fish is going on the net like that, and I take it. So, woo! Crazy. We go a bit. I like that. This is where pikes stay in the shore, and you have like a deeper area in front of your feet. We will catch pike here. Fish! That was a bite. It's a good one. Oh, it's off! Sorry for the cursing. I told you minutes ago we would catch a fish here. It was a better fish. I'm sure we get another one here. It's better than the right side. It's deeper. We got some vegetation and we got already three pikes and a contact now, so that means there is something interesting in the area. Das ist hier ein bisschen zu flach. Hier geht das Ufer auch ganz, ganz, ganz flach rein und so bleibt es auch. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein bisschen tiefer, aber es ist extrem flach. Wir fahren mal ein paar Meter weiter und schauen, wie es ausschaut in 300 Metern. We are in the area, man. It's again a small one. It's not an upgrade. I'm not going to do the net. That's the fourth pike in a few casts here. There were three casts, two bites. And we have two pikes now here in 5 minutes. I think we found a good area. I'm pretty sure.
Oh, I love pike fishing. Fish! It's not a big one again. But it might be an upgrade, actually. I think it will be. Fuck, fuck, fuck. Get in, man. There we go. That is an upgrade. It's not much, but it's an upgrade. I think it is an upgrade. It is, hold on, 68. Finally, we got a small upgrade. It's not big. It took some time because it's the fifth pike and we lost one, but we have an upgrade. Here he goes. Ton kann sich um 3 cm verbessern und den Vorsprung auf 4,9 erhöhen. Ob das reicht, um Landry abzuschütteln? Patrick hat es wie Louis am Vortag alles andere als leicht am Fogo. In der Verzweiflung versuchen wir alles. Big Eisbin. Das ist definitiv ein Köder, der Fische fängt. Barsche gehen da richtig gut drauf. Aber Schwarzbarsch, was weiß ich, nur damit komme ich, egal ob Wind ist oder nicht, sehr, sehr weit raus. Kann ihn wunderbar absinken lassen. Da kann der Wind wehen, wie viel er will, der wird mich da nicht stören. Und dann kurbel ich ihn einfach ein, werden vielleicht auch jiggen. Und wer weiß, vielleicht ist das so etwas, wo irgendein maßiger Forellenbarsch sagt, boah, geil, will ich. Oh, big pike. That's a big pike, man. That was a 90 plus. It took the bait. Just not good. But it did strike. I'm shaking totally. Oh, that was a 90 plus pike, for sure. He's following. Look, here he is. He's still here. He's not taking it, he's just following. What a strike! He was following so many baits. And now we have him. He's long. He's not thick, but he's long. Oh, my heart is racing like hell. I think it's an 80. Haha. Man, it took long to catch a proper pike. You see? 84, right? No, wait. 85. This is insane. Oh, I'm speechless. We saw this pike. It's not a healthy pike, I can tell. It's way too skinny. We saw it following, I think, 5-6 times. I switched from a Westin swim where it didn't attack it, but it took the hook. I didn't set it. It spit it out. I take a Ricky the Roach. He's following. I take another bait, he's following. Then I take this bait and I just twitch it gently. And again, he doesn't attack it, but he nips to the hook. And he was hooked and he stayed on, so great. 85, super upgrade for me. And he can go back into the water. I don't think it's the most healthy pike because he's that skinny, but man, ah, such a good feeling to catch him. And there he goes.
The relief is insane. I'm instantly going to post it to Tony and then we keep on fishing. Maybe, I don't know, maybe something else happens. We go perch fishing first and then we'll see what happens. Große Erleichterung bei Ton, und wenn er wüsste, wie knapp es momentan zugeht, wäre die Erleichterung vermutlich noch größer. Der 85er Hecht ersetzt den gerade gefangenen 68er. Der Abstand wächst wieder auf knapp 22 Punkte an. Landry bleiben knapp 3 Stunden, um das aufzuholen, und im Hinblick auf die Restzeit scheint es auf 2 Duelle hinauszulaufen. Ton und Landry kämpfen um Gold, Lewis und Patrick um Bronze. Um eine Chance auf eine Medaille zu haben, bräuchte Patrick einen maßigen Black Bass, denn ohne Full Card und ohne Inselpunkte wird Lewis kaum noch zu kriegen sein, auch wenn seine heutige Großbarsch- und Großhechtmissionen auch noch nicht von Erfolg gekrönt sind. Es ist echt viel Kraut hier in dem Bereich, wo ich fische, dass ich auch mit dem Jerk teilweise nicht vernünftig angeln kann. Deswegen nehme ich jetzt mal einen Köder ohne Gewicht. Den werde ich jetzt weightless fischen. Wir brauchen heute Big Fish. Deswegen nehme ich die Farbe Lean Bream. Hat mir vor circa 2 Monaten mein PB gebracht mit 1,32. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, checkt mal meinen YouTube-Kanal ab. Und ja, so 1,30 Meter. Im Turnier wäre doch mal was Feines. Nein, wir fangen erstmal klein an. Ein 80er, 90er wird mir auf jeden Fall schon mal viel weiterhelfen. Luis, you know this lure. You make a pike 1 meter 33, something like that, with this lure. I will catch the record from a YPC bank, but with Zander. Let's try. Yes! Oh. Okay, it's a big one. It's a big, big fish. Maybe not, I don't know. Yes, it's a big one. It's not so big. Sorry. 72. I think it's a big one. It's a big one, it's a big one. It's 80 plus. Come on, come on, come on. Come on, come on. It's on the net, yes. It's 90. It's maybe 90. Woo! So fat fish! Look at this fish! It's not 90, it's 80, but so fat! On fat Louis. Fat fish on fat Louis. Crazy fish. Man, it's 90, it's 90, woohoo, it's a 90 fish, man, it's a 90, this is my new personal best for Zander, crazy, man, look at this fish,
90 Zander. So crazy. It may be the new record of YPC. So crazy. Ein Mann, ein Wort. Mit Ansage bricht Landry mit dem 18 cm langen Fat Louis nicht nur seinen eigenen Personal Best, sondern auch den erst kürzlich von Ton aufgestellten YPC Bank und sogar Felix Weckessers YPC Boat Rekord. 89,5 cm werden auf 90 aufgerundet. Das bringt sagenhafte 117 Punkte. Und damit bricht er auch den Rekord von Daniel Andriani, der mit einem 105 cm langen Topwater-Hecht den bis dato punktbesten Fisch in der Uferhistorie gefangen hatte. Der kurz zuvor gefangene 72er Zander fliegt aus der Wertung und Kanton, der wirklich ein unfassbares Board vorgelegt hatte, tatsächlich einholen. Yes! 90 Zander! What a crazy day! What a crazy lake! And a local fisherman, don't fish on the fresh water because it's not good. I would like to try on the sea. If it's here, it's not good. I would like to try on the sea. 90! Woo! So crazy! I will take a little break. I have my score is incredible, I think. Wow! Please, put on the button, on like that. For this fish. And thank you, Luis, for your deal. Thank you. Also, der Typ ist krank, oder? Der hat auf jeden Fall Schleppgeschwindigkeit. Alter, was für eine Maschine, der Typ. Alter, der hat den ganzen See umrundet. Der war vorhin am Anfang, der hat den ganzen See umrundet. In was für ein Tempo, ey. Krass. Wir fahren einmal bis zum Ende der Straße, gucken, wie es da läuft, ein bisschen tiefer wieder fischen. Ich muss ehrlich gestehen, das beste Gefühl hatte ich an der Brücke, da habe ich viel Futterfisch gesehen. Und jetzt gerade da in den flachen Buchten, da habe ich überhaupt nichts gesehen, aber mit Sicherheit stehen da auch Hechte. Aber wir müssen erstmal hier noch den Kot knacken. Das ist das Problem, wenn man ein Gewässer nicht kennt, wenn man kein Training hatte. Man muss halt ein paar Sachen ausprobieren und so ein bisschen den Kot knacken. Das ist quasi gerade mein Training hier an dem See. Naja, wir fahren erstmal zum letzten Spot hier an der Straße und dann arbeiten wir uns langsam zurück. Und am Ende fahre ich zur Brücke. Scotty, der erste steckbare Gasgrill der Welt. We'll be right back.
so important that we took again 20 points. That's a lot to upgrade. 20. Crazy. I think we have a good score now. At least, I believe so. And we had a lot of fun. I mean, 9 pikes. We do one more pike spot. Maybe contains a bigger one, we don't know, of course. It's just because of it looked like a pike spot. A lot of weed and so on, so we try it there. And afterwards we do 2 perch spots. You never know. I mean, you can even catch a big pike during perch fishing, so we just try it. Wenn ich ihn weit genug nach vorne halte, hat er vielleicht 20 plus. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile so schlimm durchgefroren, dass ich tatsächlich überlege, meine Chance überhaupt irgendwie vom letzten Platz wegzukommen, aufzugeben, um irgendwie nochmal in Lago Azul zu fahren, da einfach noch ein bisschen versuchen, ein paar Barsche zu fangen. Hauptsache irgendwas, ein bisschen Spaß haben, weil eine Stunde Autofahrt hört sich für mich nach einer Stunde Heizung an. So unfassbar kalt. Ja, ich kann mich auch kaum noch konzentrieren und ich bin auch wirklich jetzt mit meinen Lateinen am Ende. Ich weiß hier gar nicht mehr, wie ich an die Fische rankommen soll. Ich habe so eine böse Vermutung, dass es viel mit dem Wetter zu tun hat, weil ich habe jetzt schon öfters auf Black Bass gefischt und ich habe immer nur dann welche gefangen, wenn geiles Wetter war. Selbst wenn ich jetzt versuchen würde, die Fische zu spotten, es ist so dunkel, ich kann die Polarisationsbrille nicht nutzen, um irgendwie zu gucken, ob ich im Wasser irgendwo Fische finde. Es ist Wellengang, das macht es noch schwieriger. Also aktuell weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll. I have a new cap for fishing on the rain. It's time to move to another spot. I just will try the another side of the tree. I think there is a lot of zonder, so I just changed the angle to cast in different way, and I will continue with the big fat Louis, 18 centimeter, only for a big zonder, 80 plus. I would like another 80 plus. Landry will sein Board mit Sondern upgraden. Ton hat derweil die Barschroute im Einsatz. That's a big one. That's a big one. That's a 40. I think it's a low 40, but that's a 40. Look at the small bait. A Shetty's 7.5 on a stand-up jig, a bit twitching. Let's see, I don't think it's an upgrade. No. It's exactly 40. A perch of 40, and it's not counting. But we'll release it quick and we continue fishing here. Ah, now he's gone. Great. 40 is never bad. And I know exactly where it struck, so let's see if there are more. Probably there are more, I mean. They're never alone, huh? Okay. Wenn wir jetzt nochmal an einer Stelle angeln, wo wir eine steil abfallende Kante haben. Ton war heute da definitiv nicht, weil er hat auf der anderen Seite begonnen. Ihr seht es vielleicht, ich habe ungefähr alles mit an Tackle, was ich mit habe hier auf dem Azoren-Trip. Ja, ich werde jetzt quasi alles probieren. Barsch, Hecht an der Stelle. In der Hoffnung, dass irgendwas mich gleich verbessert hier. Ich denke nicht, dass hier auf der anderen lang läuft. Diesen Weg. Alter Falter. Wie viele Bäume sind hier umgefallen? Krass! Wir haben eine Stelle, wo wir ans Wasser kommen. Das probieren wir doch mal direkt aus hier.
das ist wieder der Typ. Der hat jetzt zweimal den scheiß See umrundet. Alter, was ist das denn für ein krasser Typ? Das ist unglaublich, Alter. Halb Mensch, halb Maschine, der Typ. Wow. So kann man auch seinen Sonntag verbringen. Fisch. Fisch. Hoffentlich ein Barsch. Fühlt sich erstmal an wie ein Barsch. Oder? Bitte komm raus. Und bitte sei ein Barsch. Kein kleiner Hecht. Es ist ein schöner Barsch. Erster Wurf mit meiner Krebszikade. Das ist der hässlichste Köder, den ich wahrscheinlich dabei habe, aber die fressen Krebse. Und das sind noch mal ein paar Punkte. Ja. Das ist ein 39er. Das ist ein 39er. 38,5, 39 cm. Knapp die 40 verfehlt. Aber ich freue mich extrem über diesen schönen Fisch. Das ist ja heute die Mission, dass ich halt noch ein paar Upgrades mache. Wunderschön. Was für ein Barsch. Es sind wirklich mit mir immer Aufs und Abs. Eine Stunde lang finde ich alles scheiße hier. Dann fällt mir wieder auf, wo ich gerade überhaupt am Fischen bin. Und es ist einfach so unglaublich schön hier. Und an diesem Punkt möchte ich mich auch vor allem bei meinem Sponsor bedanken, das Raubfischzentrum, die mich ins Rennen geschickt haben. Falls ihr das Raubfischzentrum noch nicht kennt, es handelt sich um einen Boots- und Zubehörhändler in der Nähe von Osnabrück oder direkt in Osnabrück. Und ja, falls ihr auf der Suche seid nach einem neuen Boot oder bereits schon ein Boot habt und ihr braucht mal einen Service oder wollt irgendwelche Sachen neu machen, dann ist Freddy, der Inhaber, der richtige Mann. Ruft ihn einfach mal an. Und auch wenn ihr ein Echolot benötigt oder einfach nur eine Beratung zur Elektronik, Technik, was auch immer, ruft ihn an und nennt auf jeden Fall den Code Big L. Da könnt ihr immer ein paar Euro sparen oder kriegt eine kleine Zugabe. Vielen Dank. Luis kann seinen Barsch von 32 auf 39 verbessern, vergrößert den Abstand auf Patrick um 14 Zähler. Zeitgleich kommt Toni zum Kurzinterview beim Tabellenführer an. So, die Schlussphase hat begonnen und das nehme ich zum Anlass, noch mal mindestens 3 der 4 Angler zu besuchen. Ich glaube, zum Vogel runter werde ich zeitlich nicht mehr schaffen. Ich fange an hier mit Landry, der am Furnas ist und eine phänomenale Zanderstrecke hingelegt hat. Er hat letztlich was geschafft, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, nämlich Ton noch einzufangen. Das ist natürlich nicht das Endergebnis. Ich muss auch ein bisschen leiser sprechen, weil er hier im Hintergrund fischt und er darf natürlich das Ergebnis nicht wissen. Versteht auch kein Deutsch, muss man dazu sagen. Ja, er ist jetzt aktuell in Führung und ich werde ihn jetzt mal ausquetschen, was noch sein Ziel ist, sein Plan ist, ob er vielleicht sogar noch mal das Gewässer wechselt, um auf einen größeren Hecht zu gehen. Das werden wir jetzt erfahren. You had a really, really good fishing day so far. I don't know if you expected that. But I would like to catch a nice perch and three good zonder, and yeah, the result is perfect. The result is really crazy. Yeah. But you know from the first day, Ton's result. Yeah. It was also very, very strong, and now he's going for pike, something that he really know how to do. Yeah. So everything is open. You think you are first at the moment? I don't know, because I think I need maybe one more zonder than more than 80, and I think the score is incredible. The score is already incredible, yeah. But not only from you. So it's gonna be a very tough race till the end, I think. Keep going, I don't wanna stop you. If you catch another zonder, what will you do then? I will stop fishing. Completely? Yeah, because if there is a pike and he cut my line, I will lose 20 pounds. And what about going to another lake and try to upgrade the pike or the perch? No, the risk is too much to lose some
some 20 pounds. So I prefer stop fishing, because if I catch one big pike, I will win maybe 10 pounds, but I can lose 20. So if I take another big zander, I will stop fishing. You don't have a lot of trust in your leader material. No. But, okay, it's your decision. I will not talk you into other ideas. I will stay here for a while, half an hour maybe, and see if you catch another big fish. And then I will go and look for the other guys. Yes. Perch. Nice perch. Let's see how long it is. 37 centimeter perch on spin jig. Let's release him and try and catch a bigger one. There you go, buddy. He's between reeds and now he's gone. Nice. Let's cast again. Now I know where I cast it. Ich bin nochmal zurück zur Brücke. Mir rennt ein bisschen jetzt die Zeit davon. Ich mache mir jetzt hier nochmal diesen Yosuri Stickbait, der mir auch am ersten Tag die ganzen Topwater-Punkte gebracht hat. Mal schauen, ob ich hier zwischen den Karpfen vielleicht einen Pike rauszucke. Fisch. Nein, nein. Ich habe die Spannung verloren. Ach, nein. Das hätte mir jetzt richtig Zeit gespart. Was mache ich? Nein. Entweder angle ich hier weiter auf Hecht, Topwater. Dann habe ich den fehlenden Topwater-Punkt. Plus, ich habe die Chance danach noch den Hecht zu verbessern, der relativ klein ist oder sehr klein ist. Wenn ich zum Furnas fahre, habe ich die Chance, den Topwater-Punkt zu verbessern, aber die Chance, einen anderen Fisch dort zu verbessern, ist sehr gering. Was mache ich? Wegen 10 Punkten zum Furnas oder hier versuchen, den Lucky Punch zu machen? Ich glaube, die 10 Punkte werden mir nicht helfen. Ich bleibe hier. Kann sein, dass ich dann vielleicht meine Punkte nicht voll mache. Mann, ey. Scheißkescher, ey. Big fish, I think. That's heavier. Oh, it's a pike. Again, on the spintail. Here we go. Here you go, buddy. Let's continue fishing. We're on fire. Während Ton einen guten Barsch nach dem anderen fängt und nach eigener Angabe on fire ist, fühlt sich Patrick eher wie in der Gefriertruhe. Oh, scheiße, ist der Wind kalt. Nachdem man 2 Tage lang daran gearbeitet hat, zu verbrutzeln, der bedrohten Tierart Hautkrebs neue Lebensgrundlagen schafft, ist es heute der Gefrierbrand, der gewinnt. Gehen wir mal langsam weiter. Gucken uns den Anfang noch mal ein bisschen an. Irgendwo wird ja wohl hoffentlich ein Fisch noch sein. Fisch! Not a big.
It was not a big, but I changed the lure, I changed spot, and I changed for this lure, blue color, direct I have a strike. But it was not an 80 plus, it was maybe a 70. Bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Geh nicht ins Kraut. Geh nicht ins Kraut. Bleib dran. Und Top Water. Das war gut, dass ich mich nicht verrückt gemacht habe. Ich bin einfach nur happy. Ich habe zum ersten Mal beim YPC nicht nur die Full Card, sondern alle Extra Points. Crazy. Ich brauche jetzt erstmal einen kurzen Moment, um wieder runterzukommen. Und dann überlege ich mir, was ich hier noch mache in der letzten Stunde. Ich glaube, jetzt Freunde, jetzt Big Fish Time. Luis ist happy. Full Card, alle Extrapunkte und noch etwas Zeit zum Upgraden. Doch auch wenn er mehr als 80 Punkte vor Patrick liegt, ist ihm eine Medaille noch nicht sicher. Mit einem 26er Black Bass würde Patrick dank der 30 Island Points an ihm vorbeiziehen. Ehrlicherweise ist das allerdings auch leichter gesagt als getan. Tons verrückte Barschfrequenz geht unterdessen weiter. Wann bekommt er endlich ein Upgrade ans Band? It's no upgrade, but it's a good perch. 35 something, I think. Look at that. Spintail's totally gone in the mouth. Has the Westin drop bite, a lure that's not out for that long, and I caught so much fish on it already. Here we go. It's out. And again, something a bit above 30. There you go. Let's continue fishing. This is crazy. Every cast I get a bite. It's crazy. Wherever I cast, I get a bite. If I cast left, right, I think we can catch quite some perch here. Hope we can find an upgrade as well. Oh. Oh, that was a big one. I think. Yeah. Somewhere in the 30s. Big. It's 40. Oh, it's a big one. It's a big fish. Oh, it's a super. It's a pike, I think. I think it's a pike. It's a big pike. Oh, yes. Oh, no. Oh, no. It's a zander, but not good hook yet. Shit. Oh, what a strike. Der darf jetzt nur nicht aussteigen. Das ist ein 40 plus. Oder auf jeden Fall 30 plus. Oh.
Boah, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ey. Das ist vielleicht noch eine halbe Stunde. Ich habe den Bass noch. Ich hab meinen Forellenbarsch. Der hat definitiv Maß. Gefangen habe ich ihn auf meinen Slide-Rig. Auf einen Striking Caffeine Shad. Den mit dem Pintail. Das ist der 4-Incher. Die zwei, die ich vorher gefangen habe, die würden wahrscheinlich gleichzeitig von ihm gesnackt. Ohne Probleme. Mit das Riesenmaul, das ist irre. Ist kein Black Bass, sondern ein Largemouth Bass. Der Black Bass hat ein bisschen kleineres Maul und einen etwas gestreifteren Körper. Und der Black Bass ist halt auch der Schwarzbarsch, während das hier, der Largemouth Bass, ein Forellenbarsch ist. Und leider Gottes wird das häufig noch falsch gemacht. Also wenn in Deutschland viel über Schwarzbarsch geschrieben wird, meint man eigentlich in der Regel diese Fischart. So. 41er. Cool. Danke, mein Fisch. Du hast mir echt die Ehre gerettet. Ja, sorry. Na, das war keine Absicht. So, ciao. Tatsächlich macht es jetzt für mich nochmal Sinn, weiter zu angeln. Und zwar, dass ich jetzt eine halbe Stunde Topwater-Köder aller Varianten hier durchprügel, in der Hoffnung, dass irgendwo irgendein Black Bass noch denkt, boah, das will ich noch haben. Weil das sind theoretisch noch mal 10 Punkte, die ich kriegen kann. Auch wenn Patricks biologische Ausführung nicht hundertprozentig korrekt ist, da dieser Large Mouth Bass, zu Deutsch Forellenbarsch, durchaus zur Familie der Black Bass gehört, ist dieser erlösende Fisch wirklich Gold wert. 82 Punkte plus 30 Island Points wandern auf sein Konto. Er überholt Lewis und ist plötzlich wieder auf Medaillenkurs. Letzte Viertelstunde ist angebrochen. Yep. Hast du deine Ziele für heute erreicht? Teilweise. Ich hatte mir fest vorgenommen, dass ich meinen Topwater-Punkt hole. Das hast du geschafft? Das habe ich geschafft. Und dann wollte ich den Barsch und den Hecht verbessern. Barsch habe ich auch geschafft. Hecht nicht. Hecht noch nicht. 2 von 3 Zielen sind abgehakt. Ein paar Minuten hast du noch. Vielleicht hilft dir dein Karma. Lewis hat nämlich gestern eine kleine Babykatze. Ich habe in meinem Leben noch nie so eine kleine Katze gesehen, muss ich sagen. Die ist ja so groß wie eine große Maus, würde ich sagen. Auf jeden Fall kleiner als eine Ratte. Winzig kleines Ding an der Autobahn gefunden, mit nach Hause genommen. Wir haben die jetzt ein bisschen versucht aufzupäppeln. Heißt Fogo übrigens. Nach dem harten Tag gestern, den ich hatte an diesem See, habe ich mir gedacht, komm, als schönen Abschluss taufe ich die Katze mal Fogo. Fogo, geht's gut. Ich drücke dir die Daumen für die letzten Minuten. Ja, jetzt werde ich noch ein bisschen tonnervös machen. Es ist nämlich richtig, richtig knapp. Hör auf. Und wir sehen uns gleich bei der Siegerehrung. Hau ab. Ciao. Tschüss. Die letzte Viertelstunde ist angebrochen. Kann Lewis im Kampf um Bronze nochmal zurückschlagen? Fängt Ton den siegbringenden 45er Barsch? Oder macht Landry mit seinem letzten großen Zander den Sack zu? Fisch. Nee, der schafft noch nicht mal die 60. Please, 80 plus. Oh man, on the stone again. It was 80 plus for sure. That's a big perch. Come on. It's exactly 40. There you go. Fish, big fish. That's a nice one. That felt bigger, actually. It's a good one. Yeah, that's a good one. I met this one.
Cut him. That's a big one, man. Nice. It is an upgrade. Yes! An upgrade! Woo! We got our upgrade. Let's release him. There he goes. Ist das der Fisch, der Ton zum YPC Bank Champion macht? Auch Toni weiß noch nicht, ob die Länge für den Sieg ausreichen wird. So, Ton. Hey. I see you fishing for perch. Yes. I decided to switch to perch fishing and it was not a bad decision. I saw you caught a big one. Yeah, I think we have around 10 40 plus perch now and one so. Is the biggest? Yeah. Yeah. Okay. And the bite is still on, so. Okay. Because I got only the big one reported. Yeah, yeah. Because the other ones were a bit smaller. 35 maybe? Yeah. I think so. It's a nice one. Yeah, it's 38 something, I think. But yeah. Like this we caught 50 maybe. Didn't know that. I thought you would fish for pike and maybe got the big perch on a pike lure. No. I was specifically hunting them. Okay. You have 5 minutes left. Okay, then I'll try and catch an upgrade. Aufgrund dieses grausamen Regens und der Nässe ist die Kamera ausgegangen. Also die letzte Aufnahme ist nicht komplett drauf. Wir hatten den Best gemessen, hatte Mitte 30. Das war ganz kurz vor Schluss der Fisch. Ich komme gar nicht mehr dazu, einen weiteren Wurf zu machen. Muss auch sagen, ich habe jetzt die Topwater-Punkte noch voll gemacht. Ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden, dass ich 20 Minuspunkte habe. Ja, selber schuld. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr alle sehr viel Spaß hattet von diesem wundervollen Trip auf die Azoren. In dem Sinne, bis zur Preisverleihung und wenn ihr möglichst bald wieder ins Wasser geht, allzeit Tight Lines. Haut's raus, Leute. Woo! It's not an upgrade, but I am happy. 66. A last fish. It was my last cast, because now it's finished. It was a crazy day. I exploded my record for Zander. I am happy with the final result. I do my best and I hope so that's enough to win this YPC 2022.
I will go to the car now and I will change all my clothes. I am totally wet. Das war's. Für mich ist das YPC-Finale vorbei. Es war krass. Ich bin wirklich an meine Grenzen gekommen. Ich habe die Full Card, das war mein Ziel. Ich habe alle Bonuspunkte bekommen, das hatte ich mir auch vorgenommen. Jetzt fahre ich zur Siegerehrung und werde gucken, auf welchem Platz ich gelandet bin. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dieser tollen finalen Runde. Jetzt gehe ich erstmal mir ein kaltes Bier holen. Ich bin raus. So, das war das Finale des YouTube Predator Cup. Zumindest war das die Angelzeit. Wir haben natürlich jetzt noch hier ein Ergebnis aufzulösen. Um ehrlich zu sein, ja, weiß ich selber gar nicht genau, wie die Platzierungen sind. Also man muss jetzt tatsächlich noch mal wirklich ganz genau die Punkte angucken und ausrechnen, wer hier auf welchem Platz gelandet ist. Torun, what do you think? I don't know. What is your feeling? Which place is it for you? I don't know, but I couldn't have done anything more than I did today. So we will see. I had a plan to catch a decent pike, and we did that. We got a lot of pikes. I think we had 9 pikes on the Western Swim. And then I decided to try and upgrade the perch, and we started searching here. We caught one there, and then it started going crazy on that side. So I don't know what it will be, but I know that I couldn't have done anything more than I did. So we'll see. In any case, congratulations. Thank you. For a really, really good performance. And yeah, I see you soon. Yes, and then see you soon. We will know who will be the new YouTube Predator Cup Bank champion. All right. Guys, it's time for the truth. We had 3 great fishing days. We had a lot of tough hours also at the water. We had wind, we had rain, we had really hot weather, but we also saw a few really, really, really good fish, and we saw many fish. We have 4 anglers with a full card. We have 4 anglers with a complete 70 bonus points. So congratulations to all 4 of you for this great performance. The fact that you are here makes you already a winner, because it's very tough to go in the final 4 from 24 really good anglers. So nobody should be too disappointed about the result, but it's time for the truth. I now have to hand over the medals and give the final results. I'm not sure if the Zander fishing would have been that great if you would not have found that great, great Zander spot that everyone fished on then at the end. Maybe you made a tactical mistake by staying there. Also, the cat action was not enough karma to get a medal. But congratulations, Luis Mendes, to the 4th place of the YPC Bank 2022. Danke. Alles Gute. Danke. It's time for the 3rd place. It's a guy who had a really good start, then got a bit disgusted while Zander fishing and got into rage mode for a while. On the 2nd day, he was then in good condition because he caught many fish, and the 3rd day was also pretty good. Congratulations to the 3rd place and the bronze medal, Patrick Amarable. Danke. Team Fox Rage. So that brings us to the 2nd and the 1st place. And one thing is sure, we're gonna have a Belgian champion, but we don't know which language he speaks. And I can tell you guys that it was super, super, super close. I asked you to give me your calculations, because mine were so close that I wanted to have them double checked, but it is the same results as I calculated. It's a difference of 2.1
1 point at the end. So that's absolutely crazy. And I will now tell you who has the most points within the last 3 fishing days. Even more important, who will pay the dinner for every one of us tonight, and who is the champion of the YouTube Predator Cup Bank 2022. The perch that you caught within the last, I don't know, hour. Wow. It was 43 centimeters, but it was 1.5 centimeters too short to win the tournament. So it's Landry who makes it. Congratulations. You had some fucking Xanders, man. Congrats. I explored the new record and my new personal best too. Really? 90 plus? 90. Sick. Tone has the biggest perch. You have the biggest pike. Yeah. But he broke his personal record on Xander today. He caught a 90 centimeter Xander. Ah, so close. Yeah, so close. So, congratulations. I can't blame myself. Well fixed, man. I shouldn't I feel a bit sorry any, for you, man. I wouldn't have had anything different to do. I know, but I did what I could. I did not expect that someone could still get to your point. Me neither. Ale! A dream comes true. Yeah, fair. Ihr denkt, das YPC-Finale ist vorbei, das ist es nicht. Denn wir haben aus dem Kölner Keller einen kleinen Hinweis bekommen. Wir müssen nochmal in die Review-Area und uns nochmal ein paar Szenen genauer angucken. Deswegen haben wir einen kleinen Standortwechsel vorgenommen. Wir sind von der schönsten Insel Europas in die schönste Stadt der Welt gewechselt. Wir sind hier in Berlin, zeigt sich wie immer von seiner wunderschönen grauen Seite. Wir haben uns das Messewochenende ausgesucht für dieses Vorhaben, weil wir hier 3 Finalisten haben. Ton ist da, Patrick ist da und Luis ist da. Landry wird per Video dabei sein und was jetzt passiert, das wird spannend. Ihr müsst unbedingt dranbleiben. Wir gehen jetzt Ton erstmal aus dem Hotel abholen. And I have to show you something and the viewers. What? Yeah, it's no great. 74. Yeah, I am happy. I'm happy with this last fish. Can you look for this fish? Are you still in the WhatsApp group? Do you delete your... I'm still in the WhatsApp group. And do you delete your messages on WhatsApp from time to time? I have a new phone, but I think I put them over. Oh yeah, I still have it. Okay. Do you remember this fish, firstly? What, was it at the first episode? No. It was at the first day. You haven't seen any episodes so far. No, yeah, I mean the first day. It was sorry. On the first day. I think yeah. It was in the second. He arrived. It was in the it second. It was 77, no? If my memory is right. I think your memory is not right. I think it's right. I don't forget fish caught. 76. But it was 74. Hey, Ton. As you can see, the result is changing because I do a mistake when I sent the message with my 74 centimeter Xander. No. So it's bad for me. But for you, it's not really bad. It's a big surprise. And no. Yes, I am really happy for you. And I will give you something
It's a medal. It's a gold medal because you are first on the competition. Oh, yes! And congratulations, no! Man. I am really happy. I slept bad for 2 weeks. And I will give you no medal, for nothing by hand. But it's the game. Oh! And, the real game. It's you are the winner. So congrats, man. Yes! No! You. Oh! Congratulations. Thank man. You. I had nightmares until 2 weeks after the competition that it was this close. The 43 centimeter perch that you caught, and I thought it was too short. Yeah, in the last episode. It was the deciding fish. So grab your 12. Yes! Congratulations. Good job. Yeah! Hold it! Woo! Ah, man, never expected this. What? I'm very happy that the surprise went right. We were a bit afraid that you were. When did you know? Cutting the videos. I mean, no. Yeah, sure. I mean, we saw that cutting the videos, and we of course had to change the result. Yeah. It will be expensive tonight. What? Yeah. Oh, fuck! Yeah, yeah. We are a little bit more people tonight. And we are not in Ponte Delgado. It's 13 euros for a cocktail here. Prices are not the same. Berghain yeah. is calling. Shit. Oh, man. Das also ist das endgültige und völlig verrückte Endergebnis. Statt 741,7 Punkten hat Landry Rosens nach der Korrektur 2,6 Punkte weniger, nämlich 739,1 Zähler auf dem Konto, liegt damit unglaubliche 0,5 Punkte hinter Toon van Ham und gewinnt Silber statt Gold. Toon holt sich den verloren geglaubten Pokal doch. Damit kann der dänische Hersteller Westin nach Enrico Di Venturas Triumph im Jahr 2020 bereits zum zweiten Mal den YPC Bank Pokal gewinnen. Patrick Marable gewinnt Bronze, Luis Mendez wird Vierter. Geben wir dem YPC Bank Champion die Gelegenheit, etwas zu seinem Triumph zu sagen. So, here we are standing. With a really heavy cup, I still can't believe it. I slept so bad after the finals. I was catching perch after perch, and just one of 43 and a half should have been enough, and now in the end it was enough. First of all, I want to thank Westin, of course, for the opportunity to take part in YPC. It's such a cool competition, fishing from shore, what I like the most. I want to thank Luke Hoppus, I want to thank Kevin, Niels, and so many other friends that have been fishing together with me in preparation for the YouTube Predator Cup. And here we have it! Das war sie also. Die letzte Wendung in einem sehr, sehr dramatischen, sehr fischreichen Finale, das sicherlich zwei Sieger verdient gehabt hätte. Landry hat am Ende 0,5 Punkte weniger, knapper geht's eigentlich nicht. Und man muss auch sagen, dass ein Millimeter bei dem einen oder anderen Fisch den Unterschied gemacht hätte. Viele Fische waren eben 84,5, sind dann ein 85er. Wäre so ein Fisch ein Millimeter kürzer gewesen, wäre es andersrum ausgegangen. Und ganz wichtig ist es mir auch nochmal zu erwähnen, dass es sich bei diesem Fehler um einen menschlichen Irrtum handelt und nicht um einen Betrugsversuch, hatten wir ja auch schon. Es gab an dem Tag sogar auch noch einen zweiten Fisch, den Landry auch falsch eingereicht hat. Und da ging der Fehler in die andere Richtung. Der war eigentlich 67, er hat ihn aber als 66 gemessen. Nun ist dieser Fisch nicht relevant gewesen, weil er am Ende aus der Wertung rausfiel. Aber ich will damit nur noch mal klarstellen, dass da bei Landry an dem Tag irgendwas nicht ganz perfekt gelaufen ist. Er wollte auf jeden Fall uns nicht in das Licht führen. Ich glaube, das hat man ganz klar gesehen. Er hat den Fisch als 74er gemessen, er hat ihn als 74er präsentiert und er hat einfach sich vertan. Die Art und Weise, wie die Fische eingereicht werden, reported werden, haben wir vor diesem Turnier geändert. Vorher musste man immer ein Foto von dem Fisch auf der Scale abliefern. Das haben wir
diesmal nicht so gemacht auf Wunsch der Kameraleute, weil die gesagt haben, dass die Fische unnötig lange aus dem Wasser sind und sie das ja eigentlich eh alles festhalten und die Abstimmung zwischen Kameramann und Angler dazu reichen sollte, dass einfach nur eine Zahl reported wird. Das ist uns jetzt so ein bisschen um die Ohren geflogen, aber wir werden natürlich uns weiterentwickeln und einen Weg finden, wie wir the best of both worlds kriegen, nämlich kurze Zeit der Fische aus dem Wasser und trotzdem korrekte Ergebnisse und werden so einen Fehler sicher nicht nochmal haben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Sponsoren, die diesen Wettbewerb möglich machen, bei allen teilnehmenden Teams, bei allen Nebensponsoren, bei allen, die Werbeclips buchen im YPC, natürlich bei meinem großartigen Produktionsteam, das wieder wirklich alles gegeben hat, um euch mit einem wirklich interessanten Format den Alltag zu versüßen. Und natürlich geht ein ganz großes Dankeschön an euch, die Zuschauer zu Hause, wegen denen es den YouTube Predator Cup überhaupt gibt und die uns immer wieder moralisch mit Kritik, mit gutem Feedback, aber natürlich auch finanziell unterstützen und uns es möglich machen, dieses Turnier oder die Turniere auf die Beine zu stellen. Und last but not least natürlich ein ganz großes Dankeschön an Charles Rettinghaus, der diese Staffel mit seiner Wahnsinnsstimme wieder unglaublich bereichert hat und der natürlich das letzte Wort haben soll. Das war der YPC Bank 2022. Uns würde natürlich brennend interessieren, wie euch die Staffel, der Modus und vor allem das Konzept der Finalrunde gefallen hat. Habt ihr Ideen für andere Austragungsorte, an denen man vom Ufer gut und abwechslungsreich Raubfische fangen kann? All das könnt ihr uns sehr gerne in die Kommentare schreiben. Drei Infos haben wir noch für euch. Für alle, die uns nach den Soundtracks gefragt haben, ihr findet die Lieder aller YPC-Staffeln in der YPC-Playlist auf Spotify. Wir haben sie wieder für euch aktualisiert. Das nächste Highlight auf diesem Kanal wird eine Folge Fishing Impossible sein. Und bereits Ende Januar beginnt der YPC Bass, in dem europäische Raubfischangler versuchen werden, professionelle Bassangler aus den USA und Japan zu schlagen. Jetzt wünschen wir euch aber nochmal viel Spaß mit den Highlights dieser Staffel und beim Weihnachtsshoppen im Christmas Sale. Ciao, euer Charles Rettinghaus. Vor den Füßen. Oh, ein guter Zander. Alter Falter. Das ist ein guter Turnierzander. Scheiße, ja. Das sind die Hechte, die wir brauchen. Yes. Glück, Glück, Glück. Got it, got it. Fisch. Oh nein. Nein, nein, nein. Kann mich mal bitte einer kneifen? Mein Albtraum geht einfach weiter. Nein. Scheiße, jetzt hänge ich am Kameragerät fest, hat der Hecht die Fliege genommen. Na! Na! Na, fuck! Ja. Ja. Ah, aus, Kima! Christ, man. Ja, einmal rum halt! So, den hab ich jetzt schön verarscht. Hab gesagt, ich hätte hier einmal rumgefischt. Das kann gut ausgehen, kann schlecht ausgehen. Jetzt habe ich eine Backpfeife gekriegt. Ich hoffe, das ist auf der Kamera. Ah, verarscht. Alter. Yes, yes, yes!
Yes! Ich hatte stehen Barsch an. It's crazy. We got a 51 centimeter perch. Yes! Vollgas! Wow! Kompletter Psycho der Eule, Alter! Mega geiler Scheiß! Ein Riesenbarsch! Da, oh, guter Fisch. Richtig guter Fisch. Richtig großer Fisch. We hooked something big and we lost. Das ist ein YPC-Finale-Spot. Oh, Biss ab! Auf dem ersten Wurf einen Biss bekommen. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir haben ein Nest getroffen. I have a little one and I have the big one. Ja! War das unfassbar geil! 85 cm. Andere, hier ist